Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, es gibt ein Update von KND Live. Und zwar haben wir jetzt die Version 22.04.2. Also das Update ist von 22.04.1 auf 22.04.2. Und endlich ist dieses Fenster hier, ich zeige mal eben welches, das Filterfenster, das saß immer hier unten. Und das, man hat das partout nicht wegbekommen. Und durch dieses Update hat man jetzt die Möglichkeit, sich endlich dort hinzuschieben, wo man es haben möchte. Man kann es sich jetzt nehmen und überall hinpacken, wo man es haben möchte. Also das ist natürlich jetzt absolut genial. So, zack, ich möchte es wieder da drin haben, weil das gehört für mich zusammen. Also so. So wie es im Endeffekt vorher auch schon war, aber aus irgendwelchen Gründen war es in der 22.04.1er-Version nicht möglich, dieses Fenster zu verschieben. Das hat mir so die ganze Zeitleiste hier blockiert und hier brauche ich immer Maximum an Breite, um vernünftig arbeiten zu können. Aber darum geht es nicht heute. Heute geht es um einen besonderen Filter. Und zwar den Filter, mal gucken, wie der heißt. Also im Endeffekt ist es der Filter Greenscreen, aber der heißt hier anders. Da muss ich auch mal ein wenig rumtüfteln, um es herauszufinden, wie der genau heißt. Und der heißt hier Chroma Key Doppelpunkt Basic. Da habe ich mir etwas vorbereitet. Und zwar, ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Intro-Trailer. Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, auf jeden Fall, das Intro möchte ich ganz gerne um dieses Symbol hier erweitern. Und zwar nur das Weiß, das Grüne nicht. So, wenn ich es einfach nur hier drauf packe, in dem Fall ist es ein PNG, dann werden wir jetzt nur das Grüne sehen. Und das will ich ja nicht. Und hiermit, ich will ja, dass man nur das Weiße sieht. Was natürlich auch noch im Rahmen ist, auch noch, aber das Grüne nicht. Und da eignet sich dieser Filter ganz gut, dieser Chroma Key Basic. So, der ist jetzt hier drauf. Jetzt muss ich hier dann einmal hier auf Effekte gehen. Ne? Und jetzt will er natürlich alles ausblenden, was blau ist. Kommt wohl noch vom Bluescreen. Aber nein, ich möchte natürlich das Grüne auswählen. Und damit man genau die Farbe erwischt, die es auch ausblenden soll, kann man hier mit der Pinzette die Farbe nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier das Rot mache, dann ist das Rot weg. Ne? Wenn ich jetzt hier drauf auf das Blaue gehe, ist das Blaue weg. Auf das Weiße gehe, ist das Weiße weg. Ne? Dann würde das im Endeffekt so aussehen. Das gibt natürlich jetzt keinen Sinn, aber einfach nur, um das mal zu verstehen, wie der Filter so funktioniert. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt sage ich ihm, ich will aber, dass das Grüne weg ist. So, sieht ja schon gleich besser aus. Ne? Jetzt habe ich das Symbol drin, so wie ich es haben will. Nicht ganz, weil es ist noch ein wenig zu groß. Und die Position ist nicht in Ordnung. Dann kann ich sogar noch einen weiteren Filter drauflegen. In dem Fall wieder mein Lieblingsfilter. Transformation. Oder transformieren. So, hier sehen wir den ersten Filter, Chroma Key Basic, und ist der zweite Filter, Transformieren. So, einmal draufklicken, darauf achten, dass der rote Rahmen hier zu sehen ist, falls er nicht zu sehen ist, einmal hier drauf drücken. Dann kann man das natürlich hier hinschieben, wo man es will, und kann das Ganze auch noch ein bisschen skalieren. Ups. So, da muss man darauf achten, dass das Kreuz nicht aus dem Bild hier verschwindet, sonst kann man das nicht mehr greifen. Ich weiß zumindest nicht wie. Aber ich möchte das jetzt hier unten in der Ecke haben. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner. In etwa so. Dann sieht es auch schon gleich ein bisschen freundlicher aus. Ne? Und jetzt gehe ich her und sage, okay, das Ganze soll sich noch ein bisschen drehen. Dann setze ich hier wieder einen Endpunkt. Endpunkt und Startpunkt ist gleich.
Und hier setze ich zwei Punkte rein, hier soll sich es drehen. Da soll er einfach anfangen, nicht, er soll nicht gerade anfangen, sondern er soll es nochmal so anfangen. Na, ist ein bisschen heftig, aber... Und dann soll er dementsprechend so aufhören. Das Ganze kann man ein bisschen länger machen. Können hier noch einblenden, ausblenden. Dann können wir sogar noch hergehen und sagen, pass auf, fang mal bei Zoom 10 an. Und du hörst im Endeffekt bei Zoom 34 wieder auf. Dadurch, dass ich den Clip jetzt länger gemacht habe, haben sich auch die Punkte verschoben. Das muss ich mal, muss ich mal eben korrigieren. Ungefähr so, dass ungefähr die gleiche Geschwindigkeit hat. Na, vielleicht ein bisschen sehr lang. Zum Anfang hinschieben. Ich mache das mal ein bisschen kürzer. Oh, jetzt ist natürlich mein Punkt weg. Machen wir da rückgängig. Sagen wir von hier bis hier. So sieht das auch ganz nett aus, ne? So, machen wir das nochmal. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Gut, es dreht sich natürlich ziemlich viel, aber ich denke mal, ihr habt das ungefähr verstanden, wofür dieser Green Screen Filter gut ist. Das Ganze kann man natürlich auch mit dem Video machen. Wenn man zum Beispiel hinter einer grünen Wand sitzt, kann man das genauso machen. Wichtig ist bei dem Filter nur, dass man dann wirklich die Farbe auch nimmt, die dieses Grün hat, sage ich mal, ne? Ja, das soll es so gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!